So, das geht hier weiter, weiter, weiter. Ich hab Bock. Suri ist wieder dran. Suri, was hast du jetzt mir für Fragen auf den Tisch gehauen? Was ist auf dem Foto zu sehen, das du als letztes aufgenommen hast? Moment, das ich aufgenommen habe. Kann man das, warte mal. Fokussiert er das? Warte mal, ich drück mal eben hier drauf. Ach, nun komm. Ja, das ist ja doof. Also, darauf zu sehen, macht er nicht, ne? Warte mal, nehmen wir das mal weg. Da, jetzt. Eine Früchtetee-Mischung auf dem Toaster. Ich habe heute für meine Oma eingekauft und sie wollte einen ganz bestimmten Tee haben. Ich weiß zwar, was sie braucht, aber du musst dir vorstellen, meine Omi ist eine, die sagt, Marcel, auch bitte auch den. Und ich sage, ja, kein Ding, ich weiß welchen. Ja, willst du das nicht lieber nochmal angucken? So, ne? Und deswegen habe ich gesagt, oh, Oma, ich mache ein Foto davon und den können wir auf Nummer sicher gehen, dass ich das Richtige erwische. Gibt es Foto auf deinem Telefon, mit dem du erpressbar wärst? Ja. Also auf jeden. Also es gibt, viele denken jetzt an irgendwelche Nacktfotos oder sowas, aber mit Sicherheit habe ich auch irgendwas fotografiert, was man vielleicht nicht darf. Oder nee, warte mal. Also ich wüsste jetzt speziell nicht, welche Fotos, aber man kann ja ständig irgendwie was fotografieren, was man nicht hätte dürfen oder sowas. Wenn es ganz genau ist, dürfte ich ja auch zum Beispiel zwei Personen nicht miteinander fotografieren. Obwohl, nee, es geht ja um mich. Nee, dann nicht. Gibt es Fotos auf deinem Telefon, mit denen du erpressbar wärst? Nö, ehrlich und transparent. Also ja, ich weiß, du kannst das nicht mehr hören, aber oder andersrum, vielleicht habe ich ja welche, aber ich weiß es nicht. Also das ist wahrscheinlich die größte Wahrscheinlichkeit. Was war deine größte Jugendsünde? Uff. Also ich habe mit Sicherheit viel Scheiße gebaut. Lampen ausgetreten. Aber das ist ja schon locker 20 Jahre her. Also wirklich, bei den Straßenlaternen ist da immer dieses kleine Teil da, sag ich mal, wo du nur eine Schraube lösen müsstest und dann kommen die da ran. Da musst du gegentreten und wenn du dann drei Straßenlaternen ineinander austrittst, ist die ganze Straße aus. Das mal, aber da ist nichts kaputt gegangen. Also sie sind danach ja wieder angegangen, komischerweise. Bei meinem Bruder habe ich tatsächlich meinen Streich gespielt, habe einen Wasserschlauch genommen, einen Auspuff und Wasser rein, war nicht so gut. Haben wir aber auch gelöst bekommen. Aber ansonsten nee, sonst wüsste ich es nicht. Aber reicht auch eigentlich, oder? Welche Anekdote über dich hörst du noch häufig? Also höchstens, was man heute Memes sagt, ne? Also, ja, das Letzte, auch wenn, das ist, glaube ich, eher gemeint von früher, sag ich mal, ne? Nee. Also, dass ich da jetzt was Spezielles sagen könnte, eher nicht, nein. Was mir aber sehr oft seit meiner Streaming-Zeit, sag ich mal, gezeigt wird, ist die einfache Tatsache, auch das mit dem VTOL-Jet jetzt, wo ich mit dem MG da stehe und will Player Maries ja, Jet da runterknallen und schieße da 200 Schuss drauf und das passiert nicht. Sowas verfolgt mich Wochen, wenn nicht sogar Monate. Es gibt viele, viele Clips, auch über meine Lache als Beispiel, wo die Leute das wirklich feiern und ja, das glaube ich am ehesten, dass das immer wieder so kommt und auch, dass man noch Monate danach, weißt du noch, da an dem Tag so, weißt du, sowas eher. Welche Geschichte aus deinem Leben würdest du gern teilen? Boah, die Frage ist, was aus meinem Leben kennst du noch nicht? Also,
Grundsätzlich ist es ja so, sage ich mal, dass alles, was mir gestellt wird, ich ehrlich beantworte, und es gibt nichts, was ich nicht beantworten würde eigentlich. Also außer es ist zu privat, so wie Adresse oder Arbeitgeber oder was verdiene ich im Monat oder so. Sowas nicht, aber welche Geschichte? Puh. Welche Geschichte ich gerne teilen möchte. Also hab ich nicht theoretisch schon alles geteilt? Also ich wüsste nicht, was ich noch nicht geteilt hätte. Was würde ich denn gerne erzählen? Ich glaube, Suri, du entdeckst dieses Format ja gerade so ein bisschen für dich. Versuch das mal ein bisschen detaillierter zu machen im Sinne von welche traurigste Geschichte oder welche lustigste oder wo war ich vielleicht derjenige, der am meisten retten konnte oder sowas oder welcher Person habe ich am meisten weiterverholfen zu irgendwas. Ich glaube, sowas wäre, glaube ich, einfacher. Ansonsten, welche Geschichte ich teilen möchte. Weiß nicht, also was traurig ist eher, ich hatte ja noch eine andere Oma, also nicht mütterlicherseits, sondern väterlicherseits. Und ich kann mich nur daran erinnern, dass als ich von der Schule kam um 11, da lief immer noch Familienduell mit Werner Schulze-Erdl, glaube ich, hieß er, auf RTL. Und einmal habe ich meine Omi dann ein bisschen geärgert, das machst du als Kleinkind, das ist normal. Und dann bin ich vor ihr weggelaufen, bin die Treppe runtergerannt und naja, Omis sind halt nicht mehr so schnell zu Fuß unterwegs, also ich habe so oder so gewonnen. Und sie hat dann runtergeguckt, ich hoch, ich vor ihr gesehen und sie hat so richtig grantig geguckt, so als wenn sie dich töten will, ne? Und das ist das Letzte, was ich von ihr weiß. Also, sie ist vor, ich glaube, sie ist 1998 gestorben, also es ist wirklich ewig her. Ich weiß nicht mehr viel von ihr. Ich weiß nur, dass wir viel Mensch ärgere dich nicht gespielt haben, diese Quiz-Sendungen geguckt haben und ja, dass ich sie geärgert habe. Und das Letzte, was ich von ihr weiß, ist diesen aggressiven Blick. Und ich hätte gern eine schönere letzte Erinnerung und nicht was Böses so gesehen. Also, sie hat mich mit Sicherheit nicht als bösen Jungen in Erinnerung, davon nicht. Aber das Letzte, was ich von ihr weiß, ist, dass ich böse zu ihr war. Und ja, das ist halt nicht cool. Ja. Das ist vielleicht, was heißt die Geschichte, die ich gerne teile, aber eine Geschichte, die mich auf jeden Fall bewegt. Genau. Ja. Dankeschön. Also wirklich, Zoe, bleib bitte am Ball. Also die Art und Weise von Fragen, die du stellst, Zucker. Also du siehst es, glaube ich, auch an meinem Gesicht an, wie ich mich verhalte. Dankeschön. Wirklich Dankeschön. Und bleib wie du bist. Bis zur nächsten Folge morgen. Dankeschön.